Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Heute aus Kalifornien. Bisschen in die Sonne. Draußen ist eiskalt, Freunde. Das kann ich euch sagen. Ich habe mir gedacht, gehen wir mal lieber hier in die Sonne und gucken uns an, was wir hier rausholen können. Oh, aktuelle Zeit ist tatsächlich 22:55 bei mir. Also muss ich erstmal vorschulen. Macht aber nichts, weil der nächste Tag ist derselbe Tag. Denn wir wollen uns heute mal angucken, dass wir eventuell ein Stör fangen. Hier sehen wir schon mein Ergebnis, weißer Stör. Bringt gar nicht mal so wenig Cash. 2.500 knapp, nicht ganz, ja. Ein bisschen übertrieben. Und alle so um die 14 bis 15 Kilo schwer, die ich bis jetzt gefangen habe. Ich weiß gar nicht, ob es hier Trophäen hier gibt. Da müsste eigentlich dann in der Übersicht stehen. Dafür gibt es die jetzt neuerdings. Ist ja super toll. Können wir uns mal kurz angucken. Da ist er. Nee, gibt es noch nicht in Trophy. Immer noch nur in Normal. Und da sehen wir auch schon den Köder, Krebs und großer Schildköder. Deshalb auch gerade, wie hier gesehen, den Krebs als Köder benutzt. Setups sind wir hier, Brutus 300 SE, Redfish 4500, 0,55er Fluoro, 400 Haken, Krebs 200, 9 cm tief, warum 9, weiß ich nicht. Hatte ich ja nicht 10, aber ist auch egal. Spielt keine Rolle. Schleift ein bisschen auf den Grund, ehrlich gesagt. Man kann es auch durchaus flacher stellen, durchaus tiefer ist nicht so der Unterschied. Das Ding ist aber, dass die Fische trotzdem extrem selten beißt. Ihr seht hier, ich habe 3 Stück am Abend gefangen. Und diese 3 habe ich in 2 Ingame-Stunden gefangen, also in einer guten halben Stunde Realzeit. Hatte ich nur diese 3 Bisse und mehr nicht. Er zuppelt zwar ab und zu, aber ich glaube, das sind dann halt irgendwelche Welse, die auch durchaus auf den Krebs gehen, denn die gibt es ja hier auch. Wir haben hier weißer Katzenwels, da sehen wir schon vielleicht sogar noch irgendwas anderes. Vielleicht auch schwarzbarsche kleine, auch die sollten eigentlich auf Krebs vielleicht zu fangen sein, aber sonst wüsste ich nicht was. Und deshalb gehen die vielleicht nicht an den 4-0 Haken dran. Aber macht erstmal nichts, da wir sowieso den Seestör. Seestör sage ich schon. Guck mal, hier heißt nämlich zum Beispiel gar nicht Seestör, sondern hier heißt der weißer Stör. Da wir den aber fangen wollen, dann nehmen wir einfach den 4-0 Haken und warten einfach ab, dass eben genau diese anbeißen. Wo wir das machen, ist ganz einfach. Wir gehen hier auf die Insel und gehen dann auf Fischen. Gerade kam übrigens ein Update, oder? Kann man so. Doch, ich glaube, es kam ein Update. Die Spannung der Schnur und so müsste jetzt besser sein. Tag. So. Ah, hier stehen sie schon. Lolek Fischikowski und Bolek Fischikowski. Alles klar. Heißt die nicht eigentlich. Heißt die Lolek und Bolek? Heißt die nicht anders? Lolek und Bolek? Ich weiß es gar nicht. Gibt es da nicht so komische Comedy-Tierchen? Meister, das ist übrigens die richtige Ansprechweise für mich, ja Freunde, also wenn ihr mich richtig ansprechen wollt, dann irgendwie Meister oder Gott geht teilweise auch, ja. Nein, Spaß beiseite, wir wollen jetzt hier erstmal Fische fangen, dazu spulen wir auf jeden Fall mal die Zeit vor. Und zwar werde ich das nicht morgens machen, ich habe nicht morgens tatsächlich keinen Zufall bekommen, obwohl wir, wenn wir uns die Beißzeit angucken, eigentlich morgens auch eine relativ gute Beißzeit ist. Abends ist sie noch ein Ticken höher und ein Ticken länger, aber ich habe morgens Zupfer bekommen, aber kein Stör, was ich schon komisch fand. Ich habe es mehrmals versucht, aber war nichts zu machen. Vielleicht beißen die echt nur abends. Ich glaube, in Michigan damals haben die auch nur abends gebissen. Deshalb spüren wir jetzt mal die Zeit auf 19 Uhr. Ich denke sogar, man könnte es schon ab eher 17, 18 Uhr so rumfangen. Aber ich werde jetzt mal auf 18 Uhr stellen oder 19 Uhr stellen und hoffen, dass wir dann damit rausziehen, weil es ungefähr aussieht wie ein Stör. So, hier sehen wir 1200 XP und 6800 Cash habe ich mit meinem Premium bekommen. Ich mache meinen Chat aus. Und dann hauen wir das Ding einfach mal ins Wasser, den guten Krebs. So, jetzt habe ich auch schon einen Tick zu weit geworfen. 25 brauchen wir nicht. Denn da hinten ist das Wasser noch flacher. Hier sehen wir, dass die Pose so ein bisschen schräg steht. Da hinten steht sie noch viel weiter schräg, weil das da flacher ist. Hier vorne auf 20 Meter, so 21, 22 Meter ab. Da geht es ungefähr, da treibt die Pose dann halt ein bisschen rum. Ist auf jeden Fall flach genug, dass wir die Zupfer sehen können. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Der Rest interessiert uns eigentlich nicht. Bolek will jetzt hier auch Fische fangen, oder was wird das? Ja. Erstmal den Stör hier rausholen. Ah.
Aber hoffen wir mal, dass das klappt. Ich habe auf jeden Fall vorher in weiser Voraussicht diesmal einen aufgenommen. Ja. Diesmal ist mir das Spiel dabei auch nicht abgeschmiert. Und ich habe den zum Glück erwischt. Also wenn das nicht klappt, dann werde ich den auf jeden Fall reinschneiden. Eventuell versuchen wir es auch nochmal auf Forelle oder so, weil die auch relativ viel Cash und XP geben sollen. Diese Stahlkopfviecher da. Gucken wir uns die vielleicht nochmal an. Und ansonsten bleiben wir am Stelle. Kommt darauf an, wie gut der jetzt hier bei ist. Wenn wir einen gefangen haben, dann können wir eigentlich wechseln. Wenn wir jetzt die ganze Zeit keinen fangen, können wir nicht auch wechseln, weil ich einen aufgenommen habe. Aber mal gucken. Oh, jetzt sind's aber voll hier, Freunde. Hilfe. Jetzt wird es aber sehr voll hier. Was hat er denn für einen Köder? Wollen die mich angeln? Auch Schnittköder, oder? Sieht so aus zumindest. Aber es kommt gerade nicht mal ein Zupfer. Hier haben sie auf jeden Fall wieder diese Oberflächenanimation implementiert, was ich im letzten Video, glaube ich, sogar bemängelt habe in Oregon, wo man halt nur die kleinen Fische gesehen hat. Aber hier sieht man die zum Beispiel auch fliehen oder was weiß ich. Jetzt gerade hier sogar unter der Schnur sieht man da so komische Fische hin und her schwimmen. Was das war, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich glaube, wir können mal neu auswerfen. Das ist nämlich hier gerade gar nichts. So. Neuer Versuch. Wieder zu weit. Macht aber nichts. Wir wollen den ersten Stör jetzt hier zu Gesicht bekommen. Ob die sich noch an anderen Stelle fangen lassen, weiß ich nicht. Und durchaus denkbar, dass sie vielleicht auch zu verschiedenen Wetter und Zeiten sich woanders aufhalten. Aber da die halt so selten beißen, sind die gar nicht mal so leicht zu finden. Und ich bin im Moment eher auf Hechtfang-Vorbereitung unterwegs, weil ja morgen bzw. heute das Turnier startet. Aber ehrlich gesagt habe ich da noch nicht so den Mega-Erfolg. Irgendwie bin ich damit noch nicht zufrieden. Also muss ich morgen auf jeden Fall nochmal den Tag nutzen, um mir irgendwas einfallen zu lassen. Sonst sehe ich da auf jeden Fall schwarz, um da überhaupt eine ansatzweise eine Chance zu haben. Aber was soll's? Ich muss mich gleich auf jeden Fall noch registrieren, oder? Nee, das geht heute noch, glaube ich, noch gar nicht, oder? Oder ab heute? Doch, ab heute müsste es, glaube ich, gehen. Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal gucken. Nicht, dass ich das verpasse. Ist ja nur 24 Stunden Anmeldezeitraum oder sowas. Der ist schon ganz schön knapp bemessen. Aber warum zupft denn jetzt hier nix? Was ist das denn schon wieder? Doch, da ist ein Zupfer. Mal gucken, ob es auch der Stör ist, der abzieht, oder ob es wieder was anderes ist. Sah jetzt nicht so nach den mega starken Zupfern aus. Aber immerhin überhaupt mal welche, ne? Ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Ich hole mal ein bisschen die Schnurspannung hier auf. Damit wir im Falle eines Bisses nicht ins Leere hauen, das wäre nicht ganz so gut. Na guck, siehst du? Er hat nämlich einen gefangen, der alte Falter hier. Ah ja, aber der hat den woanders gefangen. Hätte er gar nicht hier geangelt. Andere Seite geht auch. Guck mal, die haben beide den Stör gefangen. Nur ich fange wieder keinen, Leute. So ist das nämlich, ne? Guckt das euch an. Vielleicht sollten wir mal da rüber gehen und das abchecken. Klauen das jetzt einfach. So. Werf hin. Los. Ich will was sehen. Einfach mitten rein. Alles klar, das kriege ich hin. Ich sehe die Pose nicht. Wie weit ist die denn?
hier weiß aber die Tiefe wieder nicht. Das ist das Problem an der Sache. Lassen wir im Zweifel auch jetzt mal bei 2.10 und gucken, was passiert. Ach, guck. Er sagt er sogar. 26 Meter, 1,20 Meter tief. Großer Schnitt. Also gehen hier wohl beide Seiten. Ich bin jetzt natürlich ein Ticken zu tief, was aber anscheinend nicht so krass den Unterschied macht. Aber vielleicht beim Fang an sich. Ja, die Pose steht zumindest halbwegs gerade. Also da ist jetzt nicht so das Problem zu erkennen. Wollte ich sie bitte störe? Wollen wir mal was fangen? Also echt mager, ne? Also das war schon letzte Mal so mager. Habe ich auch nur 3 in 2 Stunden gefangen. Also auf die Wasserspiegelung des hinter dem Baum liegenden Strommasten. Wo ist denn meine Pose? Ach, da. Tja, müsste man eigentlich wissen, was die jetzt für eine Zeit haben. Weil da tut sich gerade gar nichts. Vielleicht sollte ich auch mal den Schnittköder probieren. Vielleicht ist ja da echt gerade viel effektiver. Könnte es einfach mal versuchen und das umstellen. Ich meine, so mega viel fangen jetzt auch nicht, ne? Also, du fängst halt nirgendwo damit viel, glaube ich. Großer Schnitt, 1,20 hat er gesagt. Auf die Spiegelung der Strommasten. Zack. Na gut, war ein bisschen weit. Aber noch kürzer, als er gesagt hat. Also, gucken wir mal, was da passiert. Ob wir da zumindest vielleicht einen Zupfer bekommen. Ansonsten könnten wir auch cutten und warten, bis ein Zupfer kommt. Damit wir überhaupt hier mal was aus dem Wasser holen. Nicht, dass der Patch gerade wieder was geändert hat, aber kann ja nicht sein, weil die haben ja jetzt hier schon was gefangen. Also das ist jetzt wohl wieder mein persönliches Pech, dass hier kein Fisch außer Pushen rauskommen möchte. Aber nicht aufgeben. Wir sind mal gespannt, wie das morgen im Turnier wird. Dann werden wir letztendlich sehen, ob man die anderen vor allen Dingen da sieht. Denn das würde mich echt mal interessieren. Oder ob man dann da alleine rumdümpelt in seinem Chatraum und versuchen muss, da einsam seine Fische zu fangen, wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann, weil das echt langweilig wäre. Das geht ja auch, glaube ich, 2 Stunden immer, oder? Wie lange ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Deutlich länger, das heißt also Samstag sollte schon das Video von der ersten Quali-Runde kommen, dann Sonntag wahrscheinlich das von der zweiten Quali-Runde. Die dritte werde ich nicht aufnehmen, weil die halt mitten in der Nacht ist, weiß ich auch noch nicht, ob ich die spielen werde. Ja, und dann gegebenenfalls Halbfinale am Montag, aber da muss natürlich auch erstmal weiterkommen, womit ich erstmal nicht rechne. Aber ich würde sagen, wir cutten das jetzt erstmal hier, weil hier tut sich ja gar nichts. Ich gucke mal, ob vielleicht auf der anderen Seite was geht. Und sobald dann da ein Fisch an der Leine ist, sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir hier den ersten Fisch endlich alleine. 20.14 Uhr ist es mittlerweile. Also hat schon eine ganze Weile gedauert. Aber dann hat doch der erste Stör zugebissen, weil es hier an dem Spot auf der Seite fast den Anschlag verpennt, weil die Schnur ein bisschen schlapp war. Da muss man nicht aufpassen, wenn der Köder treibt. Hat man wieder auf 2,10 Meter gestellt. Und jetzt haben wir dann doch endlich mal rausgezogen. Auch 15,9 Kilogramm. 464 XP und knapp 200.000 Cash, der weiße
Stör. Sehr gut. Haben wir es also endlich geschafft. Ich brauche es eigentlich auch gar nicht auswerfen. Mit viel, viel Glück fange ich noch einen zweiten in der Stunde. Aber ist eher unwahrscheinlich. Deshalb wechseln wir einfach mal die Stelle. Und gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Forellchen und sowas rausbekommen. Ich weiß gar nicht, was ich für mit habe. Ich hoffe mal. Ich habe auf jeden Fall Ausrüstung dabei. Habe ich eigentlich eine leichte Spinnrute? Guck mal, mit der müsste ich das doch eigentlich schon rausholen können, oder? Die wäre nicht so groß. Ich habe eine Schnur denn da drauf. Was trägt die denn? Ach, guck mal, ich habe die dabei. Das ist natürlich noch besser. Nehme ich die auf jeden Fall. So, da haben wir mal irgendwas dran. Was machen wir? Eine Crankbit oder sowas? Wird schon passen. Ich weiß nicht, auf welchen die jetzt gehen, aber... Was soll's? Habe ich keinen... Ich habe nur so Riesendinger dabei, wa? Der Shop ist mal eine gute Anhaltspunkt. Lockmittel. Guck hier, gibt auch Crankbait. 7,3 Meter, das war schon fast so tief, ne? 5,3 Meter. Und guck mal, den möchte ich gern haben. So. 5,3 Meter haben wir da. Optimal, perfekt. Dann müssen wir nur noch schauen, ob wir damit auch ein paar Fischchen fangen können. Guck mal, da ist sogar einer gesprungen. Den werfen wir direkt mal auf die Nase, würde ich sagen. Die. Ah, guck mal, wie sie da im Raum sind. Guckt das euch an. Und da haben wir schon den ersten Fisch. So geht das nämlich. So geht das, Freunde. Da siehst du, dass die da im Raum sind. Wirfst sie den einfach an. Und schon hast du den Fisch. Das ist wahrscheinlich der mega Zufall des Jahrtausends. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das echt so mittlerweile. Warum eigentlich nicht? So, jetzt haben wir den ersten Fisch gefangen. Was haben wir hier? Stahlkopf oder was? Jawohl. Stahlkopfforelle bringt, ja, 250 mal 1000 knapp. An Cash für so einen 5-Kilo-Fisch. Ist schon mal gar nicht so verkehrt. So. Guck mal, da hinten sitzt sie wieder am Rauben. Ich wage fast zum Zweifel, hat ein zweites Mal geklappt, weil das wäre dann quasi ein safe Methode, irgendwie das da zu regeln, aber kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt raubt natürlich auch gerade nichts, wenn ich da vorbeikomme. Aber immerhin direkt mit dem ersten Wurf den Stahlkopf gefangen und direkt den nächsten Fisch an der Leine. Also der Spot da scheint auf jeden Fall gut zu sein. Ich glaube, so weit in die Ecke habe ich noch nie geworfen. Aber dadurch, dass sie geraubt haben, habe ich gedacht, komm, versuch's das mal. Das könnte auch schon fast ein Trophy sein. Aber die rauben halt auch immer an derselben Stelle da, ne? Aber vielleicht ist das halt auch einfach die... Gut, Ufernähe, deine Kante. Warum nicht? Da steht halt die Fischbrut drin. Versucht sie zu verstecken. Und dann kommen halt die Stahlkopfforellen. Und wollen da ihre Beute machen. So, nächste. Auch wieder 5 Kilo. Alles so eine Einheitsgröße. Aber beißen auf jeden Fall schon häufiger als die Störe, das kann man sagen. Von daher glaube ich schon, dass man damit auch ganz gut Cash machen kann. Zumindest so ein bisschen hier die Kosten reinholen. Oh, das war nix. Neuer Versuch. Guck mal, jetzt rauben sie ein bisschen weiter vorne, habe ich den Eindruck. Na, mal sehen, ob auch der dritte Wurf zum Erfolg führt. Ja, es läuft. Kann's nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob das echt daran liegt, dass die da am Rauben sind. Und man das dann vorher nie gesehen hat. Aber drei Würfe, drei Treffer ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so verkehrt. Auch das müsste wieder eine starke Forelle sein. Jawohl. Haben wir erfolgreich gefangen, noch nicht ganz, aber jetzt. Auch wieder 5,3. Mal gucken, auf jeden Fall auch schon 750 XP in der kurzen Zeit. Da hinten sind sie wieder. Da hinten sind sie wieder, Freunde. Die wandert tatsächlich so ein bisschen schon, ne? Der war jetzt wieder ganz hinten in der Ecke drin. Der davor war weiter vorne ein Stück. So ein bisschen wandern tun sie auf jeden Fall. Ah, guck mal, raubt schon wieder irgendwas.
aber diesmal kriegen wir keinen Biss. Aber ich meine, drei nacheinander war schon ein bisschen ein Glücksfall, glaube ich. Na, jetzt sind sie wieder allein zugange. Aber wir dümpeln mit unserem Köder schon hier vorne rum und da ist anscheinend nichts mehr zu holen. Dann halt wieder schön nach da hinten. Oh, ich glaube, der geht einen Ticken zu weit, ehrlich gesagt. Ah, habe ich gedacht. Hab ich mir gedacht, da habe ich das Ding etwas überworfen. Den Pegel ja schon wieder, mein Gott. Ich habe auch Reflexe wie so ein Murmeltier. Na, da scheint mir wieder ordentlich die Party zu gehen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wahrscheinlich alles Einbildung. Aber wie haben wir gesagt, das ist dafür da, damit man erkennt, wo die Fischaktivität ist. Ne? Warum soll das dann nicht auch so sein? Ich lasse den Kill jetzt einfach mal also ich liegen lassen, bis die nächste Raubaktivität kommt oder kurbeln. Ich kurbel mal. Da kam ein Mini-Platscher. War nur noch ein Fisch da, der am Fliehen ist ja dann schon gefressen worden. Und da hängt der nächste. Der geht wieder ein bisschen mehr in der Bremse, aber das macht nichts, weil der zweite war auch ein bisschen mehr in der Bremse. Also ob das jetzt hier... Was ist das, ein Königslachs? Königslachs haben wir da. Alles Klärchen. Auch der ist natürlich am Start. Auch 5,8 Kilo bringt ungefähr dasselbe. Bringt sogar vom Cash her einen Ticken weniger. XP, glaube ich, einen Ticken mehr. Oder? Ein XP könnte sein, weil der Ticken mehr wiegt. Aber so die Bissfrequenz ist enorm gut, muss ich sagen. Also, was haben wir jetzt geworfen? 5 Mal und 4 Fische. Ach, guck mal, jetzt sind sie da vorne links so und ticken wieder, ne? Also die scheinen echt ein bisschen da hin und her zu wandern. Aber weiß nicht, ob das was bringt, ob das man da erst wartet, wo man sie sieht. Ich meine, so krass klein sind dann die Bisszonen wahrscheinlich sowieso nicht. Von daher ist das eigentlich irrelevant und wahrscheinlich springen die einfach immer da raus. Das ist einfach, glaube ich, nur ein guter Anhaltspunkt, wenn er hier das erste Mal hinkommst und halt so gar keinen Plan hast, wo du irgendwas fangen sollst, dass du dann solche Stellen anwirfst, macht man ja in echt auch. Da, wo sie rauben, sollte man auf jeden Fall seinen Köder platzieren. So, wo rauben sie denn hier noch? Weiß man nicht, so egal, weil hinten sind sie ja. Oh, der könnte wieder zu weit gehen. Ah, habe ich mir gedacht. Ist auch schwer zu sehen, wo der Pegel so genau ist. Ob der schon an der Felswand sitzt oder noch nicht. Na los. Wo bleiben die Raubaktivitäten? Ich weiß nicht, ob mein Köder nicht vielleicht sogar in die Felsen gedrückt wird, wenn ich zu lange warte. Da gehen sie los. Jetzt ziehen wir da mal voll durch. Mal gucken, ob das was bringt. Das plätscht wieder. Aber da scheint nichts an unserem Köderinteresse zu haben. Na gut, haben wir jetzt noch ein paar Fische bei der Jagd gesehen, was ja auch mal gar nicht so unerfolgreich war. Haben wir direkt mal ein paar Fische rausgezogen und den Stör letztendlich auch irgendwann, aber der dauert halt wirklich, aber zumindest der Vollständigkeit halber. Oh, guck mal, da war sogar noch einer. Mussten wir den natürlich mal gefangen haben, weil er hier in Kalifornien zumindest neu ist. Das soll es mal gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Dann vermutlich vom Turnier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.